Ja, hallo zurück. Genau, wir waren hier stehen geblieben. Und da brennt's. Und zwar... rein hier, bitte. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war. Ich glaube nicht. Nee. Kisten. Aber nicht brauchbar. Duschraum, Waschraum. Das ist kein Bett. Ich will diese Notiz haben. Die Geburt des Euro. Na schön. Auch nicht so wichtig. Hier geht's auch nochmal rein. Beziehungsweise raus. Achso, jetzt bin ich hier einmal die Runde gegangen. Hier ist schon wieder Erdbeersorbet. Hallo? Sie da. Munition. Oh, hab ich nicht gesehen. Noch eine Notiz. Liebe Mutter, bald bin ich zu Hause. Es ist ein kurzer Urlaub und ich will die ganze Zeit mit dir in Paris verbringen. Ich werde Julia fragen, ob sie mich heiraten will. Wie sie wohl darauf reagieren wird? Seit 6 Monaten habe ich ihre wunderbaren Augen nicht gesehen. Dein Sohn, Dan. Das interessiert mich doch nicht. Na toll, wenn ich jetzt hier rausgehe, renne ich in diese Armada von Typen ein. Ich auch schon gewesen, da war doch dieser Laptop da oben. Ja. War er das? Oh, hier ist es dunkel. Ja, bitte einschalten. Oh. Ein toter Offizier. Er schaut in die Richtung der Badewanne. Was kann ich denn hier machen? Da ist Blut im Badewasser. Stöpsel ziehen? Ja, bitte. Die Geräusche? Da liegt was. Etwas ist fallen gelassen worden. Ja. Spezialschlüssel. Gut. Immerhin haben wir einen Spezialschlüssel. Ach ja, hier geht's wieder runter. Da wollte ich ja jetzt nicht hin. Und zwar wollte ich hier noch. Wurde verraten, dass dieser Code das Abfahrtsdatum ist.
wirklich genau. Wissen wir das nicht, aber ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass das mal irgendwo stand. Weil ich zu viel getrunken hatte, kam ich am 22. zu spät an Bord des Blue Harvest. Des Weiteren verlor ich am 24., dem Tag der Abfahrt, meine kugelsichere Weste. Okay, das sagt uns 24. Dezember. Also 2, 4, 1, 2. Enter. Yeah, das Schloss ist auf. Gelbe da, das sticht irgendwie hervor. Nichts zu gebrauchen, aber ja, dankeschön. Cutscene. Ich bin Lieutenant Jack Morton. Ich bin gekommen, um Sie zu retten. Ihr Ehemann ist in Sicherheit und ein Rettungsteam ist auf dem Weg. Ich verstehe. Aber meine Tochter. Wie heißt du? Jane. Es ist alles in Ordnung, Jane. Du wirst deinen Vater sehr bald wiedersehen. Ich verspreche es dir. Du kannst doch mit deiner Mutter in die erste Etage laufen, oder? Aha. Okay, schnell jetzt. Keine Angst, ich gebe Ihnen Deckung. Laufen Sie direkt in die erste Etage. Ich kann nichts machen. Hier ist Jack. Die Geiseln sind in Sicherheit. Wie ist die Lage? Das Rettungsteam soll in 5 Minuten ankommen. Sie werden sich mit Ihnen im Wagen 14 treffen. Nach Bestätigung, dass Wagen 14 sicher ist, werden Sie die Hubschrauber einwinken. Bis zur Beendigung des Rettungseinsatzes stehen Sie unter dem Kommando des Einsatzleiters. Und wer ist das? First Lieutenant Anderson. Und jetzt an die Arbeit. Bitte warten Sie hier. Ich bin gleich zurück. Diese Nachricht ist von First Lieutenant Anderson vom Rettungsteam. Ich finde sie auf dem Dach von Wagen 14, dem Treffpunkt. Deshalb kommen wir nicht näher heran. Wir brauchen Unterstützung. Okay. Ach, schade. Ja, hat doch nicht andauernd nach, ey, warum lässt er sich doch? Alter, wo kommt ihr denn alle her, ey?
So, die haben wir mal locker besiegt. Cutscene. Hier ist Jack. Sie können mit dem Rettungseinsatz beginnen. Verstanden. Jack, der Botschafter ist verschwunden. Ich habe seinen Sekretär bewusstlos im VIP-Abteil gefunden. Beruhigen Sie sich, Christina. Bleiben Sie bei Mason. Sobald die Frau und die Tochter des Botschafters in Sicherheit sind, komme ich zu Ihnen. Verstanden. Aber mein Mann... Er wird sehr bald nachkommen. Ich verspreche dir, dass ich deinen Vater retten werde. Also lauf jetzt und warte auf ihn. Papa hat mir das geschenkt, als wir in den Zug eingestiegen sind. Er sagte, es wäre ein Glücksbringer. Geben Sie ihm das von mir? Aber natürlich. Hier ist Jack. Es ist eine unerwartete Situation eingetreten. Ich brauche das Rettungsteam noch einmal. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich bin auf dem Weg zum VIP-Abteil, um das herauszufinden. Goldenes Lamm. Anhänger erhalten. Dankeschön. Ich werde es deinem Papa geben. So. Da ist Feuer. Naja, das gehe ich mal nicht hin. Und da liegt was. Magazin. Und Schnitt. Und genau hier geht es dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin dann. Und tschüss.